So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Formel 1 97 auf der PlayStation 1. Wir stehen beim letzten Rennen an. Jetzt kommt Zucker als nächstes. Und ich habe schon alles eingestellt, also geht's gleich los. Für diese Strecke bin ich mit vollem Setup losgefahren. Vollem Abtrieb, das wollte ich sagen. Ja, mit vollem Abtrieb. Ansonsten, richtig, bevor ich da überhaupt losstarte. Anzeige. Also Tacho meine ich. So. Los geht's! Und los. Ja, hat sich nicht viel zu gestern geändert. Heute haben wir nämlich den 14. September. Was ich sonst noch sagen sollte. Ja, ich hatte heute noch den zweiten Tag des Latex-Kurses. Oder man spricht es eigentlich Latex aus. Und das ist nicht irgendwie so ein Kleidungsstil oder so ein Kleidungsstück beziehungsweise Material, sondern das ist so ein Schreibprogramm, nicht ganz wie Word. Er bremst sondern sehr stark ab. Es hat jeder Reifen hat zur Hälfte jetzt mit Programmieren zu tun und die andere Hälfte ist eigentlich eher. Die Teams müssen sich Text nach dem freien Training entscheiden, das ist eigentlich so ein Tool, welche von den beiden Mischungen sie in der Qualifikation und im Rennen mehr oder weniger automatisch. Weiche Reifen sind in der Regel schneller. Man riskiert allerdings Text erfassen kann, Abkürzung einen zusätzlichen Boxenstopp. Und ihn dann in ein Dokument schreibt. Und das macht es alles mehr oder weniger durch die Einstellungen, die man als User an diesem Interface macht. Der Vorteil an diesem Programm ist, dass ich einfach nur meinen Text schreiben muss, mehr oder weniger. Die Grafiken erstellen kann, wenn es sein muss, Bilder einfügen kann. Und das Programm schmeißt das Ding dann eben so hin, dass es gut aussieht. Und lesbar ist. Das hat er fantastisch gemacht. Dritter Gang. Runter in den zweiten. Hoch in den dritten. Das Traurige ist, ich habe ja vollen Abtrieb eingestellt. Ich habe trotzdem nicht mal den Hauch einer Chance in den Kurven. Wenn er diese Geschwindigkeiten weiterfahren kann, wird er einen guten Startplatz bekommen. Nicht mal annähernd. Ja, heute stehen noch die letzten drei oder zwei Rennen an. Keine Ahnung. Ich glaube eben, das Spiel ist eigentlich so zeitig rausgekommen, dass man keine Zeit mehr hatte, hier die Strecke wieder rauszunehmen. Er ist auf dem zweiten Streckenabschnitt langsamer, aber er hat sich persönlich verbessert. Ja,
Naja, diese 1.30, 34. Das Rennen war für ihn heute dummerweise schon früher zu Ende. Alter! Jetzt habe ich aber irgendwie total viele Defekte hier. Ja, das war ein kurzes Qualifying. Ich habe nur 2 Runden, um mich einzuschießen. Jetzt muss ich halt mehr oder weniger blind ins Rennen. ...0,2 Sekunden vor Villeneuve und dann schon eine ganze Sekunde Vorsprung auf Frenzen. Dann Irvine, Alesi, Ralf Schumacher und ich mit 12 Sekunden Rückstand. Aber da kann ich jetzt wirklich nicht mehr viel machen. Der Kurs besteht praktisch nur aus Kurven. Ich muss mit vollem Abtrieb fahren. Habt ihr nicht wirklich eine andere Wahl? Keine Ahnung, vielleicht sind auch die Autos einfach extrem unterschiedlich hier. Guten Tag, oder Konnichiwa aus Suzuka, wo alljährlich der japanische Grand Prix ausgetragen wird. Auch wenn den beiden japanischen Fahrern keine großen Siegchancen eingeräumt werden, dürfen wir doch auf ein Publikum gespannt sein, das die Fahrer enthusiastisch feiern wird. Im letzten Jahr sahen wir hier das entscheidende Duell zwischen Damon Hill und seinem jungen Teamkollegen, bei dem Hill den Sieg davontrug und damit auch die Weltmeisterschaft für sich entscheiden konnte. Spektakulär die letzte Schikane vor der Start- und Zielgerade, die letzte Möglichkeit zum Überholen bietet. 1,37, 1,38, 1,38, 1,38, 1,38, 1,38, 1,44. Ich bin sowas von brutal off the pace, also ich bin so brutal langsamer als die anderen, das ist schon lächerlich. Sobald das letzte rote Licht erlischt, beginnt das Rennen. Das Rennen hat begonnen. Jetzt geht's ums Ganze. Super! Er hat's geschafft, vorbeizukommen. Er hat Hill überholt. Er hat einen super Start hingelegt. Ein ganz anständiger Start war das. Nichts Besonderes. Aber zumindest nicht total bekloppt. Aber ich habe die schon aus den Augen verloren. Keine Chance. Bei Kurvensektion muss ich es gar nicht erst versuchen. Ich muss mal den höchsten Schwierigkeitsgrad anschauen, wenn ich mal einen Ferrari fahre und einen Williams. Vielleicht habe ich da bessere Chancen. Glaube ich zwar auch nicht, weil ich glaube kaum, dass da ein Auto so eingestellt wurde, dass es wirklich 8 oder 9 Sekunden langsamer ist. Aber was weiß ich schon. Hier hatten Spiele einfach ihren eigenen Charakter, ihre eigenen Fehler, die konnte man da nicht auskorrigieren. Wenn da mal ein Fehler dabei war, dann blieb der Fehler. Nein, ich kann nicht mal Vollgas durch die 130R. Da scheint was nicht zu stimmen, er fällt zurück. Und schon bin ich letzter. Keine Chance. Keine Chance, nicht mal ansatzweise. Die zweite Runde des Rennens hat begonnen. 1,51, wow. Es ist eigentlich traurig, es sieht so aus, als ob ich der schlechteste Fahrer aller Zeiten bin. Und ja, gut fahre ich in diesem Spiel wirklich nicht. Das muss man so zugeben. Aber das Traurige ist, selbst wenn ich wirklich gut fahren würde, würde ich trotzdem 5 Sekunden pro Runde verlieren. Mindestens. Er verliert deutlich an Boden. 3 Sekunden allein in diesem Sektor, schaut euch das an. Werfen wir einen Blick auf die momentane Reihenfolge. Auf 1, Michael Schumacher. Zweiter, Williams Nummer 1.
Auf 3, Eddie Irvine. Direkt dahinter als Vierter, Heinz-Harald Frenzen. Auf dem 5. Platz, Jean Lesi. Auf 6, Ralf Schumacher. Also ich glaube für... Er verliert deutlich an Boden. Ich glaube, ich hätte mich vielleicht für 3 Rennen in dieser Saison qualifiziert, sonst wäre ich immer über der 107% Marke gewesen. Hätte so wie die Mastercard Lowlauf einfach nie teilnehmen dürfen. Runde 3 hat jetzt begonnen. Das ist wirklich einfach der erste Sektor, wo ich die Zeit verliere. Wenn ich einigermaßen gut fahren würde, keine Ahnung, was ich da für Zeiten machen könnte, 1,40 oder so. Bestenfalls. Aber das Problem ist einfach der erste Sektor. Ich bin da so extrem langsam, dass ich nichts, aber auch gar nichts aufholen kann. Er verliert deutlich an Boden. Ja, 5 Sekunden. 5 Sekunden allein in diesem Sektor. Ich wusste, diese Strecke wird mit diesem Auto bzw. diesem Schwierigkeitsgrad eine Katastrophe. Aber wir hatten dieses Jahr auch wirklich Pech mit dem Regen. Also jedes Rennen hier ist trocken. Nicht einmal ist es nass. Er verliert deutlich an Boden. Obwohl ich so eingestellt habe, dass es nass werden sollte. Wahrscheinlich hätte ich aber 20. das andere vom anderen einstellen müssen. Also auf Platz 21. Weiß auch nicht, was ich eingestellt habe. Wenn ich variabel eingestellt habe, hätte ich wechselnd einstellen müssen. Nicola Larini. Hätte ich wechselnd eingestellt, hätte ich variabel nehmen müssen. Also auch immer das für einen Streifen. Er beschleunigt jetzt sehr stark. Dieser Strich nervt mich. Der Abstand wächst. Ja, aber zumindest nur 2,6 Sekunden. Das ist halb so wild. Okay, jetzt habe ich Donnern gehört. Weil im Regen, das habe ich schon mal getestet, im Regen wäre ich konkurrenzfähig. Nur ist das Problem eben, dass der Regen kommen muss. In dieser Saison hat es sich einfach in Hockenheim gerade mal blicken lassen, das auch nur für die letzten 2 Runden. Das ist nicht hilfreich. Die Hälfte des Rennens haben sie bereits hinter sich gebracht. Lassen Sie uns sehen, wie die Positionen vergeben sind. Der Führende ist Michael Schumacher. Auf 2 Williams Nummer 1. Dritter Eddie Irvine. Auf 4 Heinz-Harald Frenzen. Auf dem 5. Platz Jean Lesi. Auf dem 6. Platz Ralf Schumacher. Also viel geändert hat sich bei den ersten Positionen nicht. Die Lücke wird größer.
Was ich in Portugal fahren muss, das wird nochmal genauso tranig. Und Jerez wahrscheinlich auch. Das sind einfach so richtig kurvige Strecken, wo ich sowieso keine Chance habe. Der Abstand wächst. Bin bislang noch nicht überrundet worden. Das ist schön. Weil hätte eigentlich schon längst passieren müssen. So langsam wie ich bin. Na, zum Glück bin ich nicht ganz so langsam wie im Qualifying. Er fällt jetzt doch ein wenig zurück. Schauen wir uns das Feld weiter hinten einmal an. Siebter, Giancarlo Fisichella. Auf dem achten Platz, Gerhard Berger. Auf dem neunten Platz, Olivier Panis. Mein Teamkollege hat bislang auch noch keinen einzigen Punkt geholt. Ich habe wenigstens meine Vier aus Australien. Wächst. Das heißt, wenn mein Teamkollege nicht gerade eine Leistungsexplosion hat in den nächsten paar Rennen, dann werde ich trotz allem, obwohl ich das Stallduell eigentlich mehr oder weniger verloren habe. Und das Qualifying-Duell, glaube ich, irgendwie mit da kennt er keine Gnade für den 16 oder 17 zu 1 verlieren werde. Ich werde trotzdem vor ihm in der Wertung sein. Wegen einem guten Ergebnis in Australien. Was übrigens auch eine lustige Parallele ist zu zum richtigen 1997 in der Formel 1. Weil Larini hat da auch nur einmal gepunktet. Gut, er ist nur die halbe Saison gefahren, wenn überhaupt. Aber er hat auch nur einmal gepunktet. Und wo war das? In Australien. Oh, da scheidet einer aus. Wer ist denn das? Jetzt ist er vorbei an Nakano. Nakano, okay. Super. Da hat Japan zwei Nationalhelden, beziehungsweise einfach zwei Heimfahrer. Da haben die Japaner zwei Fahrer, für die sie unterstützen können. Dann scheidet einer mit technischen Problemen aus. Schade, schade. Aber das heißt, ich bin zumindest nicht letzter. Werfen wir einen Blick auf die momentane Reihenfolge. Auf 1, Michael Schumacher. Dahinter dann Williams Nummer 1. Auf dem dritten Platz Eddie Irvine. Auf dem vierten Platz Ralf Schumacher. Augenblick, es sind nur noch 3 Runden zu fahren. Auf 5, Heinz-Harald Frentzen. Auf Position 6, Jean Alesi. Moment, ist Ralf Schumacher jetzt auf Platz 4 die 107% Hürde gefahren. Können allerdings bei der Rennleitung Berufung einlegen. Es ist aber sehr unwahrscheinlich, dass sie gewährt wird. Der Abstand wächst. Ja, die sind da oben durchgefahren. Interessant, das habe ich bisher noch gar nie gehört.
Solange ich nicht überrundet werde, ist eigentlich gut. Okay, das hat mich jetzt ein bisschen aus der Konzentration gebracht. Dies ist die vorletzte Runde. So, bin gespannt, ob 10. Mika Häkkinen. Vordere Feld noch einholen kann. 11. David Coulthard. Auf dem 12. Platz Mika Salo. Wow. McLaren ist das 6. beste Team. Er fällt jetzt doch ein wenig zurück. So, ich sehe immer noch keine Gegner. Finde ich interessant. Dann kann ich das Rennen zumindest zu Ende fahren. Und die letzte Runde des Rennens hat begonnen. Es ist ein Sieg für Michael Schumacher. Die Tifosi werden dieses Ergebnis wohl noch bis spät in die Nacht feiern. Oh, da war ich ja noch weit weg. Überraschend. 2. Williams Nummer 1. 3. Eddie Irvine. 3. Er fällt jetzt doch ein wenig zurück. Brauchen die so lange für ins Ziel oder was ist los? Müssten jetzt ja alle im Ziel sein. Außer ich natürlich. Naja. Nicola Larini. Zumindest nicht überrundet worden. Also ist schon mal was. Wenigstens das. Also. Schumacher, Villeneuve, Irvine, Ralf Schumacher, Frenzen, Alesi. Und damit ist Schumacher jetzt 11 Punkte vorne und wäre das bestände der Kalender nur aus 17 Rennen, wäre er Weltmeister. Wenn nicht, braucht er jetzt noch 9 Punkte zu machen und dann ist er es. Ferrari ist bei den Konstrukteuren auch vorne, vor Williams, knappe 19 Punkte. Da ist die Meisterschaft also auch noch nicht entschieden.
Benetton vor Jordan, wobei die meisten Punkte ja von Ralf Schumacher kommen, dann McLaren und Sauber.